DES ist immer noch unser Thema. Ja, und ich würde mal sagen, wir stehen gerade mittendrin in unserer Mühle mit den vielen Stockwerken. Und der Kern von dem Malwerk ist ja diese F-Funktion, die 16 Mal, also pro Runde einmal durchlaufen wird. Und das haben wir uns eigentlich alles angeschaut. Und der Kern von dieser F-Funktion ist wiederum die S-Box-Substitution, weil das ist das einzig nichtlineare Element von DES. Ja? Und diese Nichtlinearität an der Stelle ist ganz wichtig. Und übrigens, es reicht natürlich nicht, dass diese Funktion nur nichtlinear ist, weil es gibt ganz billige nichtlineare Funktionen, die auch einfach zu knacken wären. Zum Beispiel eine verschobene Gerade oder verschobene Hyperebene im 64-dimensionalen Raum, das wäre natürlich sehr unsicher. Das heißt, die müssen, jetzt grob gesagt, diese S-Boxen, die müssen alle sehr nichtlinear sein. Ja? Und was heißt denn sehr nichtlinear? Vielleicht können wir das mal versuchen zu illustrieren an einem eindimensionalen Beispiel. Wobei das ist natürlich schwierig. Ja? Aber eine eindimensionale lineare Funktion ist ja sowas. Ja? Und eine nichtlineare Funktion wäre schon sowas. Ja? Aber es ist irgendwie plausibel, dass das jetzt die Sicherheit nicht viel vergrößert. Was würden Sie jetzt sagen, was müssen wir tun, damit es sehr nichtlinear wird? Eine Parabel benutzen. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. So eine Normalparabel zum Beispiel. Ja? Würden Sie jetzt sagen, eine Parabel ist sehr nichtlinear? Wer ist der Meinung? Hand hoch. Wer ist nicht der Meinung? Okay, also Antrag abgelehnt. Ja? Parabel ist nicht sehr nicht linear. Ja, warum denn? Weil f von x ist gleich x mal x. Das heißt, das ist das Produkt von zwei linearen Funktionen. Ja, vielleicht können wir es ja noch ein bisschen nicht linearer machen. Ja, ja, eine Exponentialfunktion. F von x ist gleich e hoch x. Ja? Also aussehen, wenn wir da hier die 1 haben, dann sieht es ja irgendwie so aus. Ja? Ich meine, das sieht irgendwie vom Aussehen her genauso harmlos aus wie die Parabel, würde ich sagen, oder? Und ist tatsächlich auch genauso harmlos wie die Parabel. Ja? Also vielleicht bleiben wir mal beim Aussehen. Ja, also wesentlich nicht linear, ich male jetzt einfach mal was, wäre sowas. Und dann vielleicht so, und dann so, und dann so. So, also immer natürlich hier, um das sauber zu definieren, hier ist noch ein Funktionswert, und dann kommt hier so ein Sprung, und es geht so weiter, und dann kommt hier wieder ein Sprung, und es geht so weiter. Das ist was sehr nicht lineares. Allerdings, dazwischendrin sind immer noch so geraden Stücke. Ja? Also dazwischendrin sollte man vielleicht noch irgendwie sowas machen. Ja? Und dann wird es immer nicht linearer. Und das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig in der Kryptographie. Wir wollen Chaos haben. Wir wollen, dass das nicht vorhersagbar wird. Schauen Sie, wenn wir jetzt zum Beispiel sowas haben und ein Angreifer, der hat in diesem Bereich ein paar Datenpunkte und dann kann er ziemlich schnell so eine Gerade dran fitten
und dann ist alles wieder kaputt, zumindest in dem Bereich. Und jetzt gibt es in die Mathematik, die produziert natürlich alles Mögliche, auch Schweinereien. Ich kann mich erinnern, aus meiner Mathe-Vorlesung, da mussten wir mal folgende Funktion auf Stetigkeit oder irgend sowas untersuchen. Und zwar, die kann man gar nicht zeichnen. Ich schreibe die Definition hin. F von x ist gleich 0 für x aus q und 1 sonst. Können Sie sich die vorstellen, die Funktion? Wer hat eine Vorstellung von dem Graphen oder nicht Graphen, überhaupt von der Funktion? Wer könnte die zeichnen? Also man kann schon versuchen, die irgendwie zu zeichnen. Jetzt bitte, also. Ich meine, so schwierig ist es ja nicht. Die Funktion hat nur zwei Funktionswerte, 0 und 1. Das ist schon mal ganz simpel. Ja? Wie sieht der Graph aus von dieser Funktion? Haben Sie irgendeine Vorstellung? Jetzt bitte, ich hätte gerne irgendeine Antwort. Oder wer hat überhaupt keine Idee, was das für eine Funktion ist? Also doch eine Idee. Okay. Ja, Sie? Nein, gar keine Idee. Ach so, Sie haben die Hand gehoben bei der Frage, gar keine Idee. Wie 0 und 1 einfach sein. 0 und 1. Also 0 und 1 eben sowas. Ja. Ich meine, 0 und 1 ist schon mal richtig, aber das Bild gefällt mir jetzt nicht so ganz gut. Ja? Sägezahnfunktion. Sowas. Das gefällt mir noch schlechter wie das. Ja? Aber es ist beides nicht gut. Ja? Ja? Das hat nur einer einen Sprung und dann bleibt es die ganze Zeit auf 1 und so. Also es geht nur einmal, es wechselt nur von 0 einmal auf 1. Wo wechselt es denn auf 1? Am Ursprung. Am Ursprung, aha. Also Sie sagen, das Bild sieht so aus. Ich glaube, wir müssen uns mal darüber unterhalten, was wir unter dem Q verstehen. Was ist denn Q? Hallo, was ist Q? Ganze Zahlen, rationale Zahlen? Die rationalen, klar. Also Q ist die Menge der rationalen Zahlen. Und nicht die Menge der negativen Zahlen. Ja? Das haben Sie gemeint. Ja? Naja, gut. Also, jetzt wissen wir immerhin schon mal, für alle rationalen Zahlen hat die Funktion den Wert 0 und für alle anderen den Wert 1. Was ist denn die anderen Zahlen? Die irrationale Zahlen. So ist es. Also wir könnten auch hinschreiben, vielleicht wäre das besser, 1 für x aus r ohne q. Das sind die Irrationalen. Also so sieht das Bild offenbar nicht aus. Und so auch nicht. Also eigentlich wollte ich nicht so viel Zeit verwenden auf diese billige Funktion da. Ja? Also man wird
wenn man es versucht zu zeichnen, wahrscheinlich einfach zwei Linien bei 0 und bei 1 sehen, die ziemlich durchgezogen sind, ja, bei vielen kleinen Sprüngen. Genau, also das wäre so, würde ich es eigentlich auch zeichnen, wenn man das hier einzeichnen, die Funktion sieht. Wenn man es versuchen würde zu plotten, so aus. Ja? Wobei das ist eben der Wert 1. Man könnte jetzt natürlich auch versuchen, das Ganze so zu zeichnen. Und dann so irgendwie sowas, aber das ist nicht gut, das Bild. Ist gar nicht gut. Warum nicht? Zwischen zwei rationalen Zahlen gibt es ja immer noch rationale. So ist es, ganz genau. Das heißt, wenn ich hier so einen ganz winzigen Intervall vergrößere, da gibt es auf jeder Dimension immer unendlich viele Punkte. Also das ist so ein wahnsinniges Oszillieren. Ja? Aber die Funktion, die ist natürlich überall, die ist überall unstetig. Die hat nicht ein paar Unstetigkeitspunkte, sondern die ist überall unstetig. Ganz egal wo und wie. Und so Chaos, das wäre uns eigentlich am liebsten in der Kryptographie, solche Funktionen. Ja? Warum? Weil wenn ich da irgendwie einen Angriff starte und ich sammle hier zum Beispiel so Klartext-Chiffretext-Paare, wenn das der Klartext ist, X-Achse und Y-Achse der Chiffretext, nützt mir überhaupt nichts, um was vorherzusagen, ein Stück daneben. Ja? Außer ich finde irgendwann raus, oh, hey, der bildet immer alle aus Q auf 0 ab und alle aus R auf 1. Das könnte ja auch sein. Ja? Okay, aber wir wollen chaotische Funktionen haben. Wir wollen chaotische Funktionen haben, bei denen ich nichts vorhersagen kann. So, und damit sind wir bei zwei ganz wichtigen Grundprinzipien für die Kryptographie, die als erster der Claude Shannon in den 1940er Jahren geprägt hat. Und zwar, die heißen Konfusion und Diffusion. Ja, also eine Chiffre, die sollte Konfusion beinhalten und Diffusion. Konfusion, das erste Prinzip, ist genau sowas. Ja. Das heißt, im Prinzip, das ist das, was die Mühle macht, was die S-Box tut. Das heißt, unsere Daten sollen ganz extrem durchmischt werden. Ja. Das heißt, was am Anfang ähnlich war, soll am Ende ganz weit auseinander sein. Und was weit auseinander war, soll irgendwo sein. Ja. Aber das ist, damit sind wir auch wieder bei einem wichtigen Prinzip für DES. Zwei Inputs von DES, die ganz ähnlich sind, sollen im Output überhaupt nicht ähnlich sein. Das ist wichtig. Also so eine Chiffre soll nicht ähnlichkeitserhalten sein. Das Gegenteil soll sie sein. Übrigens in meiner zweiten Lieblingsvorlesung, die ist KI, da wollen wir genau das Gegenteil haben. In der KI wollen wir Funktionen, die ähnlichkeitserhalten sind. Das heißt, zwei ähnliche Inputs sollen auf ähnliche Outputs abgebildet werden. Übrigens in der Mathematik nennt man dieses Ähnlichkeitserhalten stetig. Funktionen, die stetig sind, die sind ähnlichkeitserhaltend. Ja? Weil eine kleine Variation im x-Wert soll auch nur zu einer kleinen Variation im y-Wert führen. Das ist die Definition von Stetigkeit. In der Kryptographie wollen wir Funktionen, die möglichst sehr unstetig sind. Und das schauen wir uns jetzt gerade, genau, jetzt gehen wir schnell hier hin, zum Lawineneffekt. Damit sind wir bei dem Thema Lawineneffekt. Kleine Änderung im Input soll zu großer Änderung im Ergebnis führen. Das ist die Idee. Und schauen Sie, was wir hier oben haben, das ist ein 64-Bit-Vektor. Das heißt, das ist ein Input-Block für DES. Den lasse ich reinlaufen in DES und schaue, was kommt raus. Okay? Ja, rauskommen wird hoffentlich ein Block, der dem überhaupt nicht ähnlich ist. Also der Input besteht aus lauter Nullen. Was würden Sie jetzt sagen, wie muss denn der Output, oder welche Eigenschaft muss der Output haben, sodass er dem Input nicht sehr ähnlich ist? Nicht 31,1, sondern 32,1.
32 Einsen und 32 Nullen. Dann unterscheidet sich Ihr Output von dem Input an 32 Stellen. Ich meine, das ist übrigens schon mal, damit sind wir bei dem Hamming-Abstand für Bitvektoren. Ja? Und genau den werden wir auch benutzen. Der Hamming-Abstand für Bitvektoren ist nichts anderes als die Zahl der Stellen, an denen sich die beiden Vektoren unterscheiden. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel den nehmen, den zweiten, der hat hier eine 1 und der Rest auch Nullen, die beiden haben den Hamming-Abstand 1, ja? Weil sie sich an einer Stelle unterscheiden. Und er sagt jetzt, wir wollen einen Output haben, der einen Hamming-Abstand von 32 hat. An 32 Stellen will er eine 1 haben und an 32 Stellen eine 0. Warum wollen Sie nicht einen Hamming-Abstand von 64 haben? Weil so weit kann es ja gehen. Wenn man es komplett umdreht, dann kann ich es einfach nur auch wieder komplett umdrehen. Genau, das ist der Punkt. Weil Hamming-Abstand von 64 wäre ja das Inverse vom Input. Und das heißt, da steckt die volle Information immer noch drin. Wenn ich so einen Bitvektor invertiere, habe ich die volle Struktur immer noch da. Das wollen wir also nicht haben. Und deswegen, und das ist ein sehr guter Vorschlag, deswegen möchten wir eigentlich, also wenn wir unser DES jetzt anwenden auf diesen Klartextblock, möchten wir, dass der Output ungefähr, nicht exakt, ungefähr 32 Bit weit weg ist. Ja? Und der Input ist ja zum Beispiel nicht unbedingt jetzt ein Vektor, der aus 64 Nullen besteht, sondern besteht aus irgendwelchen Nullen und Einsen. Ja? Okay. So. Ja gut. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ich meine, das ist ja schön, zu sagen, also mein Output, wenn ich den Nullvektor reingebe, soll als Output ein Vektor rauskommen mit 32 Einsen und 32 Nullen. Aber da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Jetzt, welche sind jetzt gute 32 Nullen und schlechte? Ich meine, nicht so gut wäre zum Beispiel zu sagen, ja, wir nehmen die ersten 32 0 und die zweiten 32 als 1. Ja? Weil wir hätten dann wieder sehr viel Struktur im Output. Ja? Der soll ja unstrukturiert sein. Und deswegen machen wir jetzt Folgendes, um unser DES zu testen. Und das ist, also was da, wenn man das jetzt weiterführt, mathematisch ausbaut, mit Statistik und so weiter, das ist die sogenannte differenzielle Kryptanalyse. Differenziell, weil wir lassen quasi durch unsere Mühle eine kleine Differenz durchlaufen und schauen, wie verändert die sich. Das heißt, wir gehen jetzt her, nehmen diesen Inputvektor M1 und ändern den an einer Stelle, zum Beispiel hier, wir könnten auch das Bit hier nehmen, ist egal. Wir ändern ein einziges Bit ab und lassen die beide nacheinander durchlaufen durch DES. Weil das ist ja genau das, was wir wollen. Erinnern Sie sich nochmal dran. Wir wollen Funktionen haben, die sehr unstetig sind. Das heißt, kleine Änderung im Input soll zu großer Änderung im Output führen. Hier, der Hamming-Abstand von den beiden ist genau 1. Kleiner kann er nicht sein. Wir ändern so wenig wie möglich ab, nämlich ein Bit. So. Die lassen wir beide durchlaufen und schauen, was rauskommt. Da wird jetzt für den ein Output-Vektor rauskommen und für den wird ein anderer Output-Vektor rauskommen. Und das ist jetzt der Punkt. Und die beiden Ergebnisvektoren, die sollen sich maximal unterscheiden. Und zwar nicht um 64 Bit, weil das wäre schlecht. Ja? Weil dann hätte man nämlich eine Funktion, die bei Kippen von einem Bit den inversen Output erzeugt und das wäre absolut übel. Ja? Also die sollen sich um ungefähr 32 Bit unterscheiden. So, und jetzt machen wir genau das. Wir lassen durch DES diese beiden Vektoren durchlaufen und schauen nach jeder Runde uns an, was passiert. Wie groß ist der Hamming-Abstand nach der ersten Runde, nach der zweiten und der dritten? Und das sehen wir hier an diesem Bild. Runde 0 bis 16 und nach oben aufgetragen die Hamming-Distanz. Diese beiden Vektoren eingegeben. Und Sie sehen, bei Runde 0 haben wir einen Hamming-Abstand von 1. Ist klar, bevor wir gestartet sind.
Nach Runde 1 ein Hamming-Abstand von 2. Nach Runde 2 ein Hamming-Abstand von 17 vermutlich. Ja. Runde 3 haben wir 30. Und ab Runde 4 sehen Sie, da oszilliert es so um 32 rum. Daran sehen wir als absolute Kryptolaien sofort, dass es keine gute Idee wäre, DES mit nur 2 Runden laufen zu lassen. Ja? Und bei 3 Runden, naja, schauen Sie, das, was wir hier sehen, ist mit dem bloßen Auge noch einmal hinschauen. Wenn wir jetzt entsprechende statistische Analysen machen, dann sieht es auch weiter hinten noch ein bisschen kritisch aus. Und wir wollen natürlich Sicherheitsreserven haben. Also ich schätze so ab 10, 12 Runden ist DES ziemlich sicher. Ja? Okay, um das jetzt noch sauberer zu sehen, gehen wir her und wir machen 1000 solche Experimente und mitteln über den Hamming-Abstand, und das sehen wir jetzt hier in diesem Bild. Ja? Der gemittelte Hamming-Abstand nach 1000 solchen Experimenten, also wir nehmen 1000 verschiedene Klartexte, ändern jedes Mal ein Bit ab und lassen den durchlaufen mit dem gleichen Schlüssel. Ja? Und dann sieht es so aus und man sieht, also Runde 3 ist noch nicht gut, ja, definitiv. Aber ab Runde 4 sieht es ziemlich gut aus. Jetzt müsste man natürlich das noch stark vergrößern und mal schauen, was da passiert. Und natürlich viele andere Analysen machen. So, und das ist der sogenannte Lawineneffekt. Ja? Von Runde zu Runde vergrößert sich der Hamming-Abstand und stabilisiert sich das Ergebnis um den optimalen Hamming-Abstand. Diese Experimente, die kann man leicht selber durchführen. Wobei, was wir natürlich brauchen, ist ein DES, wo ich innen reingucken kann. Ja? Ein fertiges DES, das immer 16 Runden läuft, nützt uns da nichts. Ja? Wir müssen wirklich schauen, was kommt nach der ersten, zweiten, dritten und so weiter Runde raus. Ja? Und das haben wir mal gemacht. Ich habe mal einen Studenten gehabt, der hat bei Nortel DASA, die machen ja so Telekommunikationssachen, und die haben damals an Verschlüsselung von Handy-Telefonaten gearbeitet, und der sollte da einen Algorithmus implementieren und ich sollte den betreuen, und da habe ich gesagt, hey Leute, ich betreue das gerne, aber du musst für meine Vorlesung auch noch ein bisschen was tun, nämlich der sollte so eine Blockchiffre implementieren, habe ich gesagt, und ich will, dass DES auch noch implementiert wird. Und zweitens will ich dann ein schönes Tool haben für meine Studenten, sodass die den Lawineneffekt von DES anschauen können. Ja? Und das hat der Herr Bolta gemacht, hat dann ein Mathematica-Programm geschrieben und das auch noch mit einem Web-Frontend versehen. Und das zeige ich Ihnen jetzt schnell, und damit sollen Sie natürlich auch noch ein bisschen üben. Moment, wo haben wir denn jetzt den Webbrowser? Hier, CryptoSite. Ja? Also wenn Sie auf die Homepage zu meinem Krypto-Buch gehen, da ist ein Link auf die Krypto-Site, oder Sie gehen einfach auf krypt.hsweingarten.de, und dann haben wir da zum Beispiel DS, und Sie sehen, da hat er das Bild aus meinem Buch verwendet. Schön, ja. Und wir gehen gleich mal auf V3. Und da können Sie hier jetzt einen Klartextblock eingeben, 64-Bit Zufallszahl generieren. Und als Schlüssel nehmen wir auch eine Zufallszahl und sagen random. So, jetzt haben wir, machen wir das mal ein bisschen größer. Jetzt haben wir da jeweils 64 zufällige Bits. So, und Moment, Klartextblock, jawohl. Schlüssel ran. Ne, Moment, Schlüssel. DES mit obigen Parametern anzuwenden. Parallele Rundendarstellung. Klartextblock, Chiffretextblock. Mhm. Runde, Rundenergebnis. So, also was man jetzt hier sieht, ist, nach jeder Runde wir haben den
Klartextblock A und den Klartextblock B. Und die sind übrigens hier jetzt beide gleich. Ja, das müssen wir gleich noch ändern. Und dann sehen wir nach jeder Runde, hoppla, nach jeder Runde das Zwischenergebnis und die Hamming-Distanz. Und es ist kein Wunder, die ist überall natürlich null, weil wir ja den gleichen Klartextblock zweimal eingegeben haben. Also müssen wir hier jetzt nochmal zurück. Aber irgendwie blicke ich es nicht mehr. Normalerweise müsste ich hier jetzt Schlüssel. Ah, jetzt, okay. Genau, hier sehen Sie. Da oben Klartextblock PA, 64 Bit. Und jetzt merken Sie sich mal ein paar Bits von links oder rechts zum Beispiel. Und jetzt schauen wir auf Klartextblock PB. Und Sie sehen, das ist der gleiche. Jetzt müssen wir hier hergehen und ein Bit abändern. Da machen wir jetzt eine 0 statt der 1 und sagen ran. Und jetzt wird es interessant. Denn jetzt sehen Sie, wenn wir jetzt die Rundenergebnisse anschauen, das Beste ist eigentlich ganz hinten die Zahl anzugucken. Ja? Wir sehen, nach der ersten Runde haben wir schon eine Hamming-Distanz von 6, nach der zweiten von 21 und so weiter. Und da können Sie jetzt experimentieren. Andere Bits abändern, 32, 37 und so weiter. Und am Ende kommt diese Grafik und die sieht so aus. Hoppla, aha. X-Max. Also, ich meine, Sie sehen, das geht hier linear hoch und irgendwie ab der vierten Runde sieht es ganz vernünftig aus. Also, da können Sie selber ein bisschen experimentieren mit DES. Na? Hier, okay. Ja, gibt es da jetzt noch Fragen zu dem Lawineneffekt? Ja? Wird das immer auf den Ursprung berechnet oder auf die vorherige Berechnung? Ja. Auf die Originalnachricht oder auf das Vorrundenergebnis? Nein, nee, nichts Originalnachricht und Vorrundenergebnis. Schauen Sie, ich lasse ja immer zwei Blöcke durchlaufen. Ich lasse zwei verschiedene Blöcke durchlaufen. Und in Runde 0 ist die Distanz 1. Nach der Runde 1 schaue ich die Distanz von den zwei neu erzeugten Blöcken an. Nichts Vergleich mit irgendwelcher anderen Runde. Ich meine zum Beispiel bei dem zweiten Bild wird zum Beispiel in der sechsten Runde wird die sechste Runde mit der fünften verglichen. Nichts wird verglichen. Ich vergleiche die sechste mit der sechsten. Nämlich ich lasse zwei Texte durchlaufen und ich schaue den Abstand von den beiden zueinander nach der sechsten Runde an. Ja? Klar? Okay. Weitere Fragen? Ja, vielleicht sollten wir, bevor wir jetzt weitermachen, nochmal zurückkommen auf den Claude Shannon. Konfusion und Diffusion, hat er gesagt. Ja? Konfusion ist genau das, dass wir diese Bitstruktur, die wir hier haben, und wenn wir jetzt einen nicht so trivialen Bitvektor wie den hier haben, dann möchten wir quasi, dass die Nullen und Einsen richtig durcheinander gemischt werden. Ja? Das ist das eine. Aber dann gibt es noch Diffusion. Und das ist auch ganz wichtig. Und da ist auch das Bild von der Mühle wieder sehr gut. Ja? Also wir möchten nicht nur, dass die Körner vermischt werden, sondern die sollen auch noch geknackt werden. Die sollen zu Mehl zerbröselt werden. Und schauen Sie, was dann passiert, wenn wir jetzt so, wenn wir jetzt so die Mühle anschauen. Da oben kommen rein viele Körner. Und das sind unsere Bits. Und jetzt die Konfusion wäre zum Beispiel, dieses Bit wandert irgendwie in der Gegend rum und da unten kommt, das sieht jetzt aus wie lauter, ich wollte eigentlich Körner zeichnen, es sind jetzt lauter Nullen. Jetzt machen wir da Einsen und Nullen irgendwas hin.
Und wenn man jetzt diese 0, die landet jetzt da unten irgendwo hier, zum Beispiel. Ja? Und diese 1 landet hier und so weiter. Irgendwie gibt es dann eben so eine Durchmischung. Und wenn die Durchmischung perfekt ist, dann ist das ja wunderbar. Aber der Shannon hat gesagt, wir wollen noch mehr. Die Mühle soll diese 0 hier wirklich vermahlen. Das heißt, diese 0, ein Teil von der 0 entsteht hier, landet hier und ein anderer Teil landet hier und wieder ein anderer Teil landet hier. Die soll vermahlen und verteilt werden, die 0. Bei der Getreidemühle ist es klar, wie es passiert. Ja? Das Korn kommt halt zwischen die Steine rein, wird zerquetscht und verteilt sich auf alles. Das heißt, in diesen Mehlsäcken, die da unten rauskommen, da wissen sie nimmer, in dem Sack ist vielleicht ein kleiner Teil von dem Korn Nummer 1 und in dem Sack und so weiter. Und genau das wollen wir hier auch haben. Und das macht DES auch tatsächlich. DES macht genau das. Aber an der Stelle sind die S-Boxen immens wichtig. Weil die S-Boxen, die verknacken meine Bits. Die Permutationen, das sagt ja schon der Name, die Permutationen, die tun nur das Bit woanders hin. Ja? Aber die S-Box, die Nichtlinearität in der S-Box, die sorgt dafür, dass diese 0 sich nach den 16 Runden verteilt auf den gesamten Chiffretext. Also Konfusion und Diffusion, das beides brauchen wir. Diffusion ist dieses Verteilen. Das diffundiert, dieses Bit diffundiert und verteilt sich nach den Runden. Also hier könnte man jetzt die Runden zählen. Und nach 16 Runden hier unten ist das Bit verteilt auf den gesamten Chiffretext. Und diese beiden Prozesse, die haben wir in DES drin. Die Permutationen, die machen im Wesentlichen Konfusion, aber die S-Box, die macht das wirkliche Malen, erzeugt die Diffusion. Okay, gut. Ah ja, jetzt müssen wir noch ein paar Sachen. S-Boxen haben wir ja besprochen und ich habe auch schon erwähnt, glaube ich, oder? Weiß ich nicht mehr, ich sage es nochmal. Also, wie die S-Box funktioniert, ist ja auch klar. Es kommen rein 6 Bit. Ich nehme 2 Bit, um den Zeilenindex zu bestimmen. Die restlichen 4 Bit nehme ich, um den Spaltenindex zu bestimmen. Und dann suche ich mir an der entsprechenden Stelle das Ergebnis. Das wäre jetzt 15. Und 15 ist, wie sieht denn das aus? Ja, das sind 4 Einsen. Ja? Als Output 4 Einsen binär. So. Und wenn Sie so eine S-Box implementieren sollten in Software auf dem Rechner, dann könnten Sie sich natürlich so ein Schema überlegen, um aus der Tabelle die Einträge rauszulesen, aber das geht viel einfacher. Sie machen einfach eine Tabelle, Sie machen ein Table Lookup. Ja? Die Inputs, das sind ja 6 Bit, das geht also von 0 bis 2 hoch 6 minus 1, was ist 2 hoch 6? 64, also von 0 bis 63, das ist eine Tabelle, mit 64, mit Länge 64, Index 0 bis 63 und daneben schreiben Sie diese Output-Zahlen und fertig. Ja? Also S-Boxen sind ein Table-Lookup, aber diese Tabellen, die müssen eben stark nicht linear sein, so wie wir es gerade besprochen haben. Okay, also S-Boxen sind nichts anderes als ein Table-Lookup. Und ich meine, da gibt es jetzt, das ist eine eigene Wissenschaft für sich. Es gibt, ist glaube ich auch in meinem Buch, in den Referenzen drin, es gibt ein Paper, ein Artikel von diesen Herren, die damals bei IBM gearbeitet haben, an der Erfindung von dieser Feistel-Chiffre. Und der heißt sowas wie Designkriterien für S-Boxen. Also worauf muss man achten, wenn man solche Tabellen erzeugt, dass das eine möglichst gute Chiffre wird. Ja? Also, dass das möglichst stark nicht linear ist. Ja? Das ist eine eigene Wissenschaft für sich, auf die wir jetzt hier nicht eingehen werden. Okay, ja, die Rundenschlüssel, genau, die Rundenschlüssel. Da müssen wir nochmal zurückgehen auf dieses Bild. Die Rundenschlüssel werden ja hier erzeugt durch diese Maschinerie. Der Schlüssel kommt rein, wird aufgeteilt in 28 linke und 28 rechte Bits.
Dann wird in jeder Runde ein zyklischer Shift auf jede von den Hälften angewendet. Das haben wir auch schon angeschaut. Die 56 Bits, die da rauskommen, die werden jetzt komprimiert auf 48 Bit, sodass sie hier eben per XOR schön sauber verknüpft werden können mit diesem Block, der hier an der Stelle entsteht. So. Wichtig ist, dass wir für jede Runde einen eigenen Rundenschlüssel kriegen. Das heißt, wir kriegen 16 Rundenschlüssel, die durch diese relativ billige Operation hier erzeugt werden. So. Eine wichtige Geschichte bei dieser Rundenschlüsselerzeugung ist, dass wir nicht in allen Runden den gleichen Rundenschlüssel haben. Deswegen machen wir ja sowas. Ja? Ja, ich glaube, es ist offensichtlich, dass dieser Schlüssel nicht gut wäre für diese Rundenschlüsselgenerierung. Warum? Das ist ein sogenannter schwacher Schlüssel. Weil, hier steht es schon, alle Teilschlüssel, alle Rundenschlüssel sind dann identisch. Warum sind die alle identisch? Wenn Sie den Schlüssel nehmen. Weil der ist ja quasi nicht. Er hat sich gemeldet da hinten. Im Endeffekt ist das so: es wird der rechte Hälfte die Hälfte aufgeteilt, rechte Hälfte ist im 1er, linke Hälfte ist im 0er. Ja. Wenn die 0er durchgeschiftet, bleibt der 0er. So ist es. Ein zyklischer Shift bei 28 Nullern verändert nichts. Und ein zyklischer Shift bei 28 Einsen verändert auch nichts. Ja? Genauso ist natürlich ein schwacher Schlüssel, der aus lauter Nullen besteht oder aus lauter Einsen. Ja? Ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch andere schwache Schlüssel. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt von den 28 Bit 14 Einsen und 14 Nullen haben, sind natürlich auch viele Rundenschlüssel. Oder? Moment, sind dann viele identisch? Ja, nö, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wenn zum Beispiel jedes zweite Bit, also 1, 0, 1, 0, dann ist nämlich jeder zweite Rundenschlüssel wieder, oder ja, dann sind jedenfalls viele identisch, weil wir haben ja immer Shift zum 1 und um 2. Ja? Es gibt eine ganze Menge identische. Also muss man einfach aufpassen. Ja? Und das ist natürlich auch dokumentiert, was da jetzt so schwache Schlüssel sind. Und die, da muss man aufpassen. Das heißt, wenn ich DES verwende, man darf die Schlüssel nicht einfach als zufällige Bitsequenzen erzeugen, sondern man muss überprüfen, ist der Schlüssel ein schwacher? Und wenn ja, dann darf er nicht verwendet werden. Probieren Sie doch einmal aus, ich will das jetzt aus Zeitgründen nicht machen, probieren Sie doch einmal, indem Sie dieses Tool verwenden auf unserer Krypto-Site, indem Sie so einen schwachen Schlüssel eingeben. Also wenn Sie so einen eingeben oder einen mit lauter Nullen oder Einsen, dann müsste nach, ja dann haben wir lauter gleiche Rundenschlüssel und ja, es ist nicht so ganz klar, was passiert. Aber dann wäre interessant anzuschauen, ob sich an unserem Bild mit den Hamming-Abständen was verändert. Probieren Sie das einfach mal aus. Okay, gut. Sicherheit und Nichtlinearität. Ja, das haben wir eigentlich beim letzten Mal schon besprochen. Ich habe sauber definiert an der Tafel, was linear heißt. Das ist die Definition von linear für DES. Wobei die Addition natürlich jetzt Addition modulo 2 ist, weil wir auf Bit-Ebene arbeiten. Ja, genau. Und dann ist ganz wichtig, lineare Funktionen sind ähnlichkeitserhaltend. Ja? Auch wenn wir hier auf Bits arbeiten. Ähnlichkeitserhalten heißt, kleine Änderungen im Argument bewirken kleine Änderungen im Ergebnis. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Und deswegen brauchen wir nicht Linearität. Okay, gut. Ja, genau. Schauen Sie, an dieser Folie wird es nochmal illustriert, weshalb Linearität nicht gut ist. Angenommen, ich kann jetzt
die Verschlüsselung von dem DES eine Zeit lang beobachten. Ja? Und ich habe zum Beispiel, ja, ich kenne F von M3. Also, ich habe einen Klartext M3, den nennen wir jetzt M3. Und jetzt weiß ich außerdem noch den Chiffretext dazu, F von M3, für einen gegebenen Schlüssel. Ein Schlüssel K. Dann machen wir hier noch einen Index K dran. So. Ich bin irgendwie in der Lage, so ein Klartext-Chiffretext-Paar abzuhören. Okay? Und jetzt will ich wissen, jetzt habe ich ein M4. Und ich will wissen, was hier als Chiffretext rauskommt. Okay? Naja. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben noch M2. Genau. Wir wissen außerdem von M2 FK von M2. Und jetzt kann ich aus diesem Wissen von den beiden, kann ich ausrechnen, was bei M4 rauskommt. Nehmen wir mal an, um es jetzt ganz einfach zu machen, M2 wäre, ist gleich 0, 0, 0, 1. Eine 1 an der letzten Stelle. Okay? Und ich nehme mal an, ich habe viele solche M2s, nämlich 64 Stück, eine 1 an der Stelle, eine 1 an der Stelle, eine 1 und so weiter. Ich habe 64 solche Kerle. Ja? Und ich weiß zu allen, wie die verschlüsselt werden. Das reicht mir übrigens, um alle Chiffretexte von DES auszurechnen, wenn das linear wäre. Warum? Ja, hier steht das Argument. Wenn wir unser M3 haben, von M3 wissen wir den Chiffretext, von M2 wissen wir auch den Chiffretext. Und M4 ist jetzt die XOR-Verknüpfung von den beiden. Okay? Das ist einfach die Summe von den beiden. Naja, dann kann ich F von M4 ganz leicht ausrechnen. F von M4 ist dann F von M3 plus M2. Ist ja klar, weil M4 ist es. Ja? Und jetzt kommt die Linearität. Wenn die Funktion linear ist, dann ist es F von M3 plus F von M2. So, da sehen Sie es. Die Linearität reduziert meine Chiffre auf das Wissen der Verschlüsselung von diesen 64 Ein-Bit-Vektoren. Also als nächstes nehme ich 0, 0, 0, 1, 0. Und dann nehme ich 0, 0, 0, 1, 0, 0. Wenn ich von diesen 64 Klartextvektoren die Chiffretexte kenne und die Chiffre wäre linear, dann weiß ich alles. Ist das klar? Ist das klar, warum? Weil jeder 64-Bit-Vektor ist eine Linearkombination aus diesen Basisvektoren. Schauen Sie, das kennen Sie aus der linearen Algebra. Das ist eine Standardbasis von diesem Raum 2 hoch 64. Ja? Von diesem 64-dimensionalen Bitvektorenraum ist das die Standardbasis. Und wenn ich die Bilder der Basisvektoren kenne, naja, dann kann ich die Bilder von jedem Vektor ausrechnen. Das ist Basic Lineare Algebra und Lineare Algebra ist in der Kryptographie gar nicht gut. Ja? Ich meine, lineare Algebra ist schön, genau aus solchen Gründen, aber hier wollen wir das eben nicht haben. Keine lineare Algebra, sondern nicht lineare Algebra. Okay, gut. Ja, lineare Abbildung, genau. Jetzt müssen wir nochmal lineare Abbildung anschauen. Ich hoffe, Sie haben das jetzt in den Übungen schon getan. Wir hatten das gemacht, da waren ja so Aufgaben über Linearität, lineare Abbildung erzeugen und so weiter.
Hey Freunde, wozu sind wir denn hier? Also Sie wollen ja vielleicht am Ende vom Semester eine Prüfung schreiben, oder? Und da werden solche Dinge gefragt. Also bitte, und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich kann sowas nicht verstehen, ohne dass ich selber übe. Ja? Und ich schließe jetzt darauf, dass es bei Ihnen genauso ist. Ja? Wir haben leider nur zwei SWS dieses Semester. Es ist Ihre Aufgabe, die Übungen zu machen und dann hierher zu kommen mit Fragen. Ja? Weil anders geht es nicht. Per Konsumieren geht leider sowas nicht. Also bitte beschäftigen Sie sich mit den Sachen. Und ich habe Ihnen beim letzten Mal gesagt, Sie müssen auf heute die Aufgabe mit der Hirschchiffre machen. Wer hat die gemacht? Sie sind wenigstens ehrlich, aber das ist auch schon alles. Ja? Ich meine, klar, man kann natürlich am 1. Mai zum Saufen gehen, man kann aber auch die Übung mit der Hirschchiffre machen. Ja? Das Erfolgserlebnis bei der Hirschchiffre-Übung ist mit Sicherheit viel größer. Ja? Zumindest ist es vielleicht nachhaltiger. Ja, wer weiß, vielleicht hat ja jemand noch nachhaltige Nachwirkungen vom Rausch gestern. Ja? Okay, also. Wir sind in diesem 64-dimensionalen Raum von Bitvektoren. Ja? Und DS, wenn das jetzt linear wäre, wäre das nichts anderes als eine quadratische Matrix, die einen 64-Bit-Input-Vektor abbildet auf einen 64-Bit-Output-Vektor. Fertig. Also wäre das eine 64 mal 64 Matrix. Und es geht darum, die Einträge von der Matrix zu bestimmen. Das ist alles. Wie macht man das? Wie macht man denn sowas? Haben Sie sowas in der linearen Algebra schon mal gemacht? Eine Transformation vom R3 in den R3. So eine Transformationsmatrix, so eine quadratische Transformationsmatrix zu bestimmen. Anhand von Datenpunkten. Und das kann man tatsächlich machen. Ja? Also machen wir es mal im R2 hier an der Tafel. R2. So. Und jetzt gebe ich mir zwei Datenpunkte vor, was weiß ich, zum Beispiel den hier und den hier. Das ist so eine Standardgeschichte, 1, 1. Ja? Das sind diese Einheitsbasisvektoren, die Standardbasis vom R2. Jetzt nehme ich diese beiden Punkte und sage, oh ja, der hier soll auf den abgebildet werden und der hier soll auf den abgebildet werden. Und wenn ich das mache, dann gibt es eine eindeutige 2x2 Matrix, die mir so eine Basistransformation vornimmt. Ja? Und zwar, wenn ich diesen Vektor nehme und den Vektor, also wenn wir den V1 nennen und den V2, dann ist es tatsächlich so, für diesen einfachen Fall ist die Transformationsmatrix T ist gleich, die besteht aus V1 und V2. Also die Bilder der Basisvektoren sind die Spalten der Transformationsmatrix. Das heißt, Sie sehen, das ist ganz trivial. Das ist ganz trivial, diese Transformationsmatrix zu basteln. Ja? Also in dem Fall, wenn das hier die Standardbasis ist, ist es wirklich trivial. Wenn das jetzt zwei beliebige Punkte sind und deren Bilder, ist es fast so einfach. Ja? Da muss man dann ein bisschen rechnen, da muss man ein lineares Gleichungssystem auflösen. Aber das ist ganz simpel. Es ist ganz simpel. Im n-dimensionalen Raum brauche ich für n linear unabhängige Vektoren deren Bilder und ich kann ganz leicht die Transformationsmatrix ausrechnen. Naja, und sowas wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen müssen Chiffren nicht linear sein. Bei der Hill-Chiffre geht es genau darum, aus ein paar gegebenen Punkten die Transformationsmatrix zu bestimmen.
Okay, ja, für unser tatsächliches DS funktioniert so ein Angriff nicht. Ja? Sondern man macht differenzielle Kryptanalyse, und differenzielle Kryptanalyse ist genau das, was wir vorhin gesehen haben, indem wir dieses Differenziell, eine kleine Differenz, wir nehmen einen Input-Vektor, ändern ein Bit ab, lassen den durchlaufen und schauen die Unterschiede an nach 16 Runden. So, und das machen jetzt die Experten natürlich wesentlich subtiler. Die schauen nicht nur so eine Grafik an, sondern die rechnen aus die Korrelationen zwischen den beiden unterschiedlichen Vektoren nach 16 Runden und schauen, ist diese Korrelation über ganz viele Experimente gemittelt und so weiter, ist die ungleich null. Gibt es da immer noch einen Abhang, eine Abhängigkeit zwischen den beiden Vektoren, die da rauskommen? Ja? Und da muss natürlich bewiesen werden, dass die völlig unabhängig sind. So, und jetzt gibt es eben einen Angriff, und zwar, ich brauche 2 hoch 47 systematisch gewählte Klartextblöcke und muss die durchlaufen lassen und deren zugehörige Chiffretextblöcke kennen. Und wenn ich das alles habe, dann kann ich mit einem aufwendigen mathematischen Verfahren tatsächlich den Schlüssel ermitteln. Das ist der also ein bekannter, erfolgreicher Angriff gegen DES. Aber man sieht schon an der Zahl 2 hoch 47, das ist ganz, ganz schön viel. Also übrigens, wenn das eine lineare Abbildung wäre, dann täte es reichen, 64 Klartext- und Chiffretextblöcke zu haben und ich bin fertig. Hier brauche ich 2 hoch 47. Das sind irgend sowas wie 10 hoch 16. 10 hoch 16 ist gar nicht so schlimm, aber das ist noch nicht alles. Darauf muss man dann eine ganz komplexe mathematische Analyse anwenden. Das heißt, es kostet mich gigantisch Rechenaufwand, und der Rechenaufwand ist jenseits von Gut und Böse. Der ist inakzeptabel hoch. Und deswegen ist bei DES ein Brute-Force-Angriff schneller, wesentlich schneller und effizienter als diese differenzielle Kryptanalyse. Beim Brute-Force-Angriff, naja, da muss ich 2 hoch 64 Varianten, also, nee, sorry, 2 hoch 56 verschiedene Schlüssel durchprobieren. Ja? Und Sie sehen, 2 hoch 56 ist deutlich größer als das hier, nämlich ein Faktor 10 hoch 9 mehr. Aber der Rechenaufwand hier ist einfach so viel größer, also offenbar mehr als ein Faktor 10 hoch 9 größer, als beim Brute-Force-Angriff, und deswegen ist der Brute-Force-Angriff der effizienteste Angriff. Also diese Reduktion des Schlüsselraums, wenn man so will, reicht nicht aus, weil der konstante Faktor so groß ist, dass es sich einfach nicht lohnt. Okay, gut. Ja, hier nochmal kurz, auch nochmal illustriert, auch das machen Sie als Übungsaufgabe, wie man eine Permutation als Matrix darstellen kann. Diese Permutation 3, 1, 4, 5, 2, was ist das nochmal? Bit Nummer 1 soll an die dritte Stelle, Bit Nummer 2 an die erste, Bit Nummer 3 an die vierte, Bit Nummer 4 an die fünfte und Bit Nummer 5 an die zweite Stelle. Ja? Wird repräsentiert durch diese Matrix. Multiplizieren Sie einen Vektor mit dieser Matrix. Was macht denn die Matrix? Diese 1 an der dritten Stelle hier, die projiziert mir genau das dritte, den dritte Komponente von dem Vektor hierhin. Das projiziert mir die erste Komponente an die zweite Stelle. Und das hier, also das hier, die vierte Komponente an die dritte Stelle. Und das die fünfte an die vierte Stelle. Und das die zweite an die fünfte Stelle. Ja? So, der warnt mich vor leerem Akku. Jetzt schauen wir mal, wie viel Prozent? 15 Prozent. Oh, das könnte tatsächlich kritisch werden.
Ja, schauen wir halt mal, wie weit wir kommen. Wir haben kein Ladegerät dabei. Okay. Sicherheit und Geschwindigkeit. Also, ich meine, die Zahlen, sorry, 1996 hatte man auf so einer HP 9000 mit 125 MHz 196.000 DES-Blöcke pro Sekunde geschafft. Na gut, wir müssen ja nur die Megahertz multiplizieren. Ja, heute sind wir bei 3 GHz, das heißt, wir sind um einen Faktor 25 etwa schneller. Also 200.000 mal 25 macht 50 Millionen, oder? Ist das richtig? Sowas, ja, genau. Also 50 Millionen DES-Blöcke pro Sekunde könnte man heute verschlüsseln. Ja. Okay. Ja, und damit kann man natürlich ausrechnen, wie lange man brauchen würde für einen Brute-Force-Angriff, und da kommt raus irgendwas 1000 Jahre, vielleicht auch noch jetzt ein paar weniger. Aber das sind natürlich Zahlen mit einem ganz normalen PC. Ja? Und wenn ich jetzt mit entsprechend viel Hardware, dann kommt man ruckzuck von diesen 1000 oder 100 Jahren runter auf ein paar Tage. Und das haben wir ja auch gesehen, habe ich am Anfang schon gezeigt, dieser Spezialrechner von dieser Electronic Frontier Foundation, der macht 9 mal 10 hoch 10 Blöcke pro Sekunde, und die haben dann zusammen mit 100.000 PCs in 22 Stunden DES geknackt. Okay, und damit sind wir natürlich bei dem Punkt, was können wir tun, um unser DES wieder sicher zu machen? Und die Antwort heißt Triple DES. Aber mir fällt gerade ein, ich habe noch was vergessen zu sagen. Und zwar, ja, wir müssen zurück auf unser Bild gehen von DES. Und da stelle ich Ihnen jetzt mal eine Frage. Wie sieht denn, also das ist ja das Ablaufschema von DES, wie sieht die inverse Chiffre aus, die Dechiffrierfunktion? Ja, ich meine, das ist klar, dass das niemand erraten kann, weil das nicht trivial ist. So. Jetzt schauen wir das Bild weiter unten hier an. So, wir sind ja jetzt hier angekommen. Wir haben das DES durchlaufen lassen und kriegen unseren Chiffretext raus. Ja? Und jetzt ist das Geniale an der Feistel-Chiffre. Sie haben eine Frage? Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Ja? Genauso funktioniert es. Wir lassen es von oben her durchlaufen, aber verwenden die Rundenschlüssel in der umgekehrten Reihenfolge. Aber die Frage ist natürlich, warum funktioniert das? Ja? Übrigens, ist ganz ähnlich wie bei der Enigma. Erinnern Sie sich, bei der Enigma, wie wird denn da entschlüsselt? Genau, mit genau der gleichen Einstellung, also gleiche Walzenstellung, gebe ich den Chiffretext ein und dann kommt der Klartext raus. Die Enigma, die ist selbst invers. Bei DES ist es nicht ganz so, aber fast. Wir müssen also quasi die Walzenstellung umgekehrt, also die Rundenschlüssel in umgekehrter Reihenfolge, und dann wird entschlüsselt. Aber warum? Und das ist das Geniale an der Feistel-Chiffre. Die Feistel-Chiffre, dieses komplizierte Hin und Her mit linken und rechten Hälften, das hat nur einen Grund. Und der Grund ist, dass wir die Mühle rückwärts laufen lassen können. Es ist tatsächlich so. Also denken Sie nochmal an unsere 16-stöckige Getreidemühle. Wir geben quasi unten das Mehl rein, lassen alle Motoren rückwärts laufen, und oben kommen die Körner wieder raus. Das ist doch cool. Sehen Sie, das können die mit der richtigen Mühle nicht, aber wir Informatiker können das. Ja? Also wir lassen tatsächlich die Mühle rückwärts laufen,
geben unten das Mehl rein und oben kommen die Körner wieder raus. Ne? Okay, also, Chiffretext kommt hier, wir drehen jetzt einfach die Pfeile erstmal um, ganz naiv. Chiffretext kommt da unten rein, ja, und dann wird die Schlusspermutation rückwärts laufen lassen. Was ist denn das Schlusspermutation rückwärts? Das ist die Eingangspermutation. Vielleicht erinnern Sie sich nur dran, können Sie nachschauen. Ich habe es Ihnen gezeigt. Die Schlusspermutation ist die inverse Eingangspermutation. Also wenn bei der Eingangspermutation Bit 54 auf Stelle 1 gesetzt wird, wird bei der Schlusspermutation Bit 1 auf die Stelle 54 gesetzt. Und das ist genau der Grund. Also, das heißt, wir lassen unseren Chiffretext da durchlaufen und kriegen jetzt hier was Neues. Und jetzt haben wir eine linke Hälfte, die wird zu R16. Und jetzt kommt hier so eine XOR-Verknüpfung. Ja, jetzt wird es komisch. Weil von da kommt nämlich nichts. Sondern, was kommt? Jetzt schauen wir mal, was kommen kann. Die rechte Hälfte geht hier rein, wird da zu dieser linken Hälfte. Das geht hier hoch. So, und Achtung, jetzt, das Einzige, was wir machen können, ist hier rein in diese Funktion f. Weil da hoch, das geht gar nicht, weil da käme nämlich die nächste f-Funktion. Und das ist wichtig, diese f-Funktionen, die können wir nur vorwärts durchlaufen lassen. Warum denn? Warten Sie mal. Warum geht es nur vorwärts bei den F-Funktionen? Gehen wir mal hierher. Schauen Sie, versuchen wir es mal rückwärts. Die P-Box-Permutation, die können wir invertieren. Das geht. Aber die S-Box ist nicht invertierbar. S-Boxen sind nicht invertierbar. Warum? Die waren ja aus 48 Bit, 32 Bit. Genau. Warum ist so eine Funktion, warum kann die nicht invertierbar sein? Warum kann die nicht invertierbar sein, 48 auf 32 Bit? Ja? Wenn ich eigentlich die von Bit zurück kann, ich bekomme ja dann immer, genau, meine Expansion, komme ich ja nie um 32 Bit zurück, wie vorher. Was meinen Sie mit Expansion, wenn Sie es rückwärts anwenden? Genau. Ja. Ja, nehmen wir doch die Vorwärtsanwendung. Wenn ich 48 auf 32 Bit abbilde, ist die Funktion stark nicht injektiv. Das heißt, viele Inputs werden auf die gleichen Outputs abgebildet und das haben wir ja schon erkannt, ist gar nicht gut beim Verschlüsseln, weil dann kann ich nicht mehr umkehren. Ja? Das ist der Punkt. Also S-Boxen sind nicht invertierbar. Deswegen können wir das hier nur vorwärts durchlaufen lassen und das machen wir. Jetzt gehen wir wieder zurück. Wir waren hier. Also, vielleicht tun wir das mal reinmalen hier. Also, der hier, der wandert hier rein. Und das, was wir hier kriegen, das geht jetzt hier hoch. Und kommt hier rein, in diese Funktion f. Aus der Funktion f kommt jetzt was raus. Übrigens hier kommt tatsächlich der Rundenschlüssel K16 rein. Ja? Dann wird die Funktion f ganz normal angewendet. Dann kommt hier ein Ergebnis raus. Und jetzt Achtung, hier kommt auch was raus. Ich meine, was heißt raus? Das ist R16. Das, was hier kommt, ist genau diese linke Hälfte. Die kommt hier rein. Und jetzt, was haben wir da? Da haben wir eine XOR-Verknüpfung. Wir haben zwei Inputs und die werden XOR-verknüpft. Also werden die XOR verknüpft und das Ergebnis, das geht jetzt hier hoch. So, und Achtung, hier an der Stelle war so ein Punkt. So ein Punkt heißt ja immer, das, was reingeht in den Punkt, wird verzweigt. Also eine Kopie geht runter und eine Kopie geht hier hoch. So. Naja. Und was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir L15 und R15. Das ist genau L15 und R15. Schauen Sie mal, fangen wir mal an mit dem R15. Das ist trivial. Wenn ich das runterlaufen lasse, wird eine Kopie von diesem Ding hierher geliefert.
Und genau das haben wir jetzt rückwärts gemacht. Okay. Wenn wir hier vorwärts laufen lassen, dann wird L15 XOR verknüpft mit dem Ergebnis von F und das gibt R16. Ja? So, das müssen wir jetzt nochmal anschauen. Da brauchen wir jetzt eine wichtige Eigenschaft der XOR-Verknüpfung. Das müssen wir uns anschauen. Beim Vorwärtsdurchlaufen haben wir, was haben wir denn da? L15, XOR verknüpft mit dem hier. Dem Ding müssen wir jetzt einen Namen geben. Wie nennen wir das? Das nennen wir einfach X. Ja? XOR verknüpft mit X gibt R16. Okay? Wenn wir das rückwärts durchlaufen lassen, damit dies genau die Umkehrung ist, muss gelten, was kommt denn rein? Rein kommt R16 und raus muss gehen L15. R16, Moment, oder? Genau. XOR verknüpft mit irgendwas muss geben L15. Und zwar das irgendwas ist X. Das Ganze ist konsistent, wenn das äquivalent zu dem ist. Ja, und stimmt es? Folgt diese Gleichung aus der da oben? Aber das überprüfen wir doch jetzt mal. Schauen Sie, dieses R16, das setzen wir hier ein. Das ist das hier. Also nehmen wir L15, XOR verknüpft mit X, das ist das hier. Das ersetzen wir für das R16 und das Ganze, machen wir da noch eine Klammer drumherum, wird XOR verknüpft mit X. Ja, und was gibt es? L15, XOR X, XOR X. Die Klammer, die können wir wegmachen, weil das XOR ist assoziativ. So. Was gibt X, XOR X? Genau. Also das heißt, wir kriegen L15, XOR 0, also 0 Vektor ist es. Und das ist L15. Also Sie sehen, hier kommt tatsächlich L15 raus. Und das ist das, was wir brauchen, sodass wir das DES rückwärts durchlaufen lassen können. Das heißt, hier kriegen wir durch diese Operation tatsächlich L15. Und da haben wir sowieso R15 trivialerweise. Naja, und das ganze Spiel, das wiederholen wir jetzt durch alle Runden. Okay, das wiederholen wir durch alle Runden und schauen, was oben passiert. Halt. Wir kommen jetzt hier an mit L0 und R0 und was machen wir? Wir wenden darauf die inverse Eingangspermutation an. Naja, und was ist das? Das ist die Schlusspermutation. Und damit haben wir jetzt mit dem Rückwärtsdurchlaufen genau das gleiche gemacht wie beim Vorwärtsdurchlaufen, nur mit umgekehrter Schlüsselreihenfolge. Klar? Also vielleicht müssen Sie sich das daheim auch nochmal überlegen. Ja? Aber es ist natürlich eine geniale Geschichte. Das ist der Grund, weshalb der Feistel da dieses komplizierte Hin und Her erfunden hat. Man kann das verstehen mit ein bisschen Nachdenken, aber da drauf zu kommen, sowas zu erfinden, da gehört schon ein bisschen Genialität dazu. Okay. Gut. Also, jetzt wissen wir also auch, dass wir nur eine Implementierung von DES brauchen. Ja? Wir brauchen keine Dechiffrierfunktion extra programmieren, sondern wir müssen schauen,
dass wir diese Reihenfolge der Schlüsselerzeugung ändern können. Ja? Aber wie würde man das hinkriegen mit dem gleichen Algorithmus? Was muss man eigentlich nur ändern? So ist es, die Shift-Reihenfolge, ganz genau. Beziehungsweise, so ist es, wir müssen nur die Richtung, also wir müssen ein DES bauen, bei dem ich, wenn es normalerweise Links-Shift ist, halt bei der Dechiffrierfunktion Rechts-Shift anwenden. Fertig. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Hier waren wir, Triple DES. Triple DES müssen wir jetzt noch besprechen. Ja, schauen Sie, das Problem, das wir heute haben, DES ist geknackt in 22 Stunden, damit kaputt, kann nicht mehr sicher angewendet werden. Und jetzt sehen wir, dass ein ganz großer Fehler gemacht wurde beim Entwurf von DES. Und zwar hat man die Schlüssellänge festgelegt. DES funktioniert nur mit 56-Bit Schlüssellänge. Was hätte man machen müssen? Man hätte ein skalierbares DES bauen müssen. Man hätte einen Algorithmus bauen müssen, der halt mit doppelter Schlüssellänge auch funktioniert. Aber das DES ist halt so festgeschrieben. Und wie soll man das jetzt interpretieren mit doppelter Schlüssellänge? Da muss man kryptografisches Know-how reinstecken, dass man da nichts falsch macht. Und das ist leider nicht Teil von dem Standard. Also haben sich die Leute gesagt, naja, ist doch ganz einfach. Wir verschlüsseln zweimal mit DES. Wir wenden DES zweimal hintereinander an. Double DES. Und zwar, dadurch kriegen wir dann doppelte Schlüssellänge. K1 und K2. Und zwar machen wir Folgendes. Das hier, das wäre einmal DES. Wir nehmen einen Schlüssel, tun verschlüsseln mit DES und kriegen einen Chiffretext raus. Das ist uns aber nicht sicher genug und deswegen tun wir nochmal verschlüsseln. EK2 von dem hier. Eins ist damit klar, die Schlüssellänge verdoppelt sich sofort, weil ich habe hier 56 Schlüsselbits und da nochmal 56 Schlüsselbits. Die interessante Frage ist jetzt, wird das effektiv ein doppelt so langer Schlüssel oder nicht? Also wir kriegen dadurch jetzt einen Chiffretext. Und jetzt ist die Frage, ist dieser Chiffretext wirklich, wie soll ich sagen, doppelt so sicher in dem Sinne, entspricht es einer doppelten Schlüssellänge? Und die Antwort heißt nein. Tatsächlich, ich habe hier 56-Bit Schlüssel und da nochmal 56. Die zweiten 56 Schlüsselbit, die liefern mir nur ein einziges Bit mehr an Sicherheit. Nur ein Bit. Ich habe 56 extra Bits drin und es bringt nichts. Ein Bit, okay, ein Bit ist ein Faktor 2. Aber das ist ja lächerlich. Das heißt, jetzt brauchen wir 44 Stunden, um das Doppel-DES zu knacken, statt 22 Stunden. Ja? Warum bringt es nichts? Aber da ist nicht das Problem, dass es zu jedem Schlüssel quasi so einen Gegenschlüssel gibt, der im Endeffekt, wenn man die beiden dann nacheinander anwendet, dass man dann quasi wieder den Dechiffrierten Text kriegt. Also im Endeffekt haben wir ja jetzt diesen normalen Schlüssel. Ja. Dann haben wir einen Schlüssel, der quasi in einer Reihenfolge halt dort steht. Wenn wir den nacheinander drauf loslassen, dann haben wir ja uns selbst. Das Argument kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja? Sorry, das. Schauen wir uns mal mein Argument an. Vielleicht ist Ihres ja doch das Gleiche, dann sagen Sie es hinterher. Ja? Und zwar, da gibt es jetzt einen ganz genialen Angriff, den man auf den ersten Blick nicht sieht. Ja? Und zwar, wir wenden jetzt von links an, also quasi die Dechiffrierfunktion DK2, wenden wir von links auf das Ganze an. Okay? Naja, DK2 und EK2 heben sich auf, ist ja klar, weil das ist die Dechiffrierfunktion.
Das heißt, links steht dann E K1 von M. Ist gleich DK2 von C. Okay, jetzt haben wir diese Gleichung in diese äquivalente Gleichung umgeformt. Und wenn wir die hier anschauen, dann bleiben wir nochmal bei der hier. Wie würde man denn sowas entschlüsseln? Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein Paar bestehend aus Klartext und Chiffretext. Ja? Wir haben ein Paar bestehend aus Klartext und Chiffretext. Wie würden, machen wir es noch einfacher, sorry. E, K von M ist gleich C. Wie würden wir per Brute-Force-Angriff diesen Schlüssel K rauskriegen? Ganz normales Knacken von DES per Brute-Force-Angriff, ja? So ist es. Wie viele Möglichkeiten gibt es? 2 hoch 56. Wir probieren 2 hoch 56 Schlüssel durch, wenden die alle auf M an und schreien Hurra, wenn wir da C rauskriegen. Okay? Gut. Das gleiche Verfahren wenden wir hier an. Was müssen wir da tun? Was müssen wir da tun, wenn wir diese doppelte Verschlüsselung knacken wollen? Ja? Langsam. Erst einmal, was müssen wir tun? Nicht wie viele ausprobieren, sondern was müssen wir tun? Verschlüssel Nummer 1 auf M anwenden und dann Verschlüssel Nummer 2 auf das anwenden, was wir da rausbekommen haben und schreiben dann mal den Latz aus. Und dann? Und freuen uns, wenn dann C rauskommt. Ganz genau. Also wir probieren hier einen Schlüssel und da einen. Und jetzt ist die Frage, wie viele Kombinationen von Schlüsseln müssen wir da durchprobieren? Im Worst Case, im schlimmsten Fall, nehmen wir mal an, erst die letzte Kombination führt uns zum Erfolg. Also für K1 gibt es 2 hoch 56 Möglichkeiten, okay? Und für K2 auch 2 hoch 56 Möglichkeiten. 2 hoch 112. So ist es. Also ganz wichtig, hier sind es 2 hoch 112, weil das ist 2 hoch 56 mal 2 hoch 56. Ganz wichtig, ganz wichtig. Die multiplizieren sich miteinander. Warum? Hier, bei diesem Angriff, das ist ganz wichtig. Wenn wir das nicht verstehen, dann wollen wir gar nicht weitermachen. Warum addieren die sich nicht? Übrigens, ganz auch noch interessant, 2 hoch 56 plus 2 hoch 56 ist gleich 2 hoch 57. Also Sie sehen, das ist ein großer Unterschied zu dem. Das unterscheidet sich um einen Faktor 2 hoch 55. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier nicht addieren, sondern multiplizieren. Warum multiplizieren da oben? Ja? Man muss ja für jeden K2-Schlüssel, den man aufnimmt, alle K1-Schlüssel durch. So ist es, ganz genau. Oder andersrum, für jeden K1, wenn ich hier den ersten Schlüssel probiert habe, naja, dann muss ich natürlich auf das Ergebnis alle von denen anwenden. Wenn ich hier den zweiten probiert habe, muss ich auf das Ergebnis alle von denen anwenden. Also ist klar, wir kriegen das Produkt. Und damit, also dieser naive Brute-Force-Angriff, also gegen den ist das Doppel-DES absolut sicher. Aber leider gibt es noch einen besseren Angriff. Es gibt einen Angriff, der nur diesen Aufwand hat, wo tatsächlich nur die Summe eine Rolle spielt. Und der Angriff ist so trivial, man kann es kaum glauben. Es ist so trivial, man kann es kaum glauben. Ich muss nur die Gleichung in diese Form bringen.
Wie machen wir jetzt den Angriff mit 2 hoch 57 Aufwand? Wir müssen nur die Gleichung in der Form angucken. Nee, ich fange an und Endschlüssel, meinen chiffrierten Text mit einem guten Force-Angriff und ich verschlüssel meinen Aufwärmlich. Mit Brute Force Angriff? Genau, und vergleiche die einfach miteinander und wenn die Schlüssel aufgehen, genau. Lassen wir auf. Genau, okay. Also vielleicht skizzieren wir das gerade nochmal hier unten. Also, er hat jetzt hier angefangen und probiert hier alle K2 durch. Ja? Also, das ergibt mir so einen langen Vektor mit Blöcken. Ja? Und zwar, wie viele sind drin? 2 hoch 56 hat der, ist die Länge von dem. Und genauso machen wir das hier auch. Ich kriege hier auch einen Vektor der Länge 2 hoch 56. Na gut, so, das ist ja nett. Hier habe ich einen langen Vektor und da habe ich einen langen Vektor. Wie geht es jetzt weiter? Was machen wir jetzt? Sie wissen es, oder? Ja, was? Einfach die beiden Vektoren miteinander jeden einzelnen Wert vergleichen, bis man bis? Genau. Wir schauen, wo steht hier der gleiche Eintrag wie hier. Wenn ich die zwei gefunden habe, ja, dann weiß ich, die beiden Schlüssel sind es. Also dann schaue ich hier, was ist das für ein Index, und ich schaue da, was ist das für ein Index, und dann habe ich K1 und K2 gefunden. Und fertig sind wir. Okay? Aber jetzt dürfen wir natürlich, wir als Informatiker, uns schon nochmal Gedanken über den Rechenaufwand machen, weil so ganz so einfach ist es doch nicht. Hier haben wir 2 hoch 56 Aufwand, nur um die Liste zu erzeugen. Da haben wir 2 hoch 56 Aufwand, um die Liste zu erzeugen. Also, das heißt, jetzt rechnen wir mal aus, die Rechenzeit ist 2 hoch 56 plus 2 hoch 56. Und jetzt kommt aber noch was dazu. Jetzt müssen wir nämlich die zwei beiden Listen miteinander vergleichen. Was kommt denn jetzt noch dazu, wenn wir das ganz naiv machen, die zwei Listen miteinander vergleichen? Was kostet uns das Rechenzeit? Wie würden Sie das machen? Erklären Sie mal einen Algorithmus, wenn Sie das jetzt programmieren müssen. Ich würde den ersten Eintrag nehmen. In der linken Liste. Dann alle durchgehen auf der rechten Seite. Und wenn es keinen Treffer gibt, den rausnehmen. Welchen rausnehmen? Den aus der linken Liste. Ist klar, ja. Dann den zweiten nehmen aus der linken Liste, oder? Also zwei geschachtelte Vorschleifen der Länge 56 heißt es auf Deutsch, oder? For i gleich 1 to n, compare to j gleich 1 to n. So ungefähr. Zwei geschachtelte Vorschleifen der Länge 2 hoch 56 macht 2 hoch 56 zum Quadrat. Und das ist tatsächlich 2 hoch 112. Scheiße. Also wir dürfen es nicht naiv machen, das Listenvergleichen. Das ist der Punkt. Wir dürfen das nicht naiv machen. Sondern, naja, wir sollten vielleicht schon, während wir hier den Brute-Force-Angriff laufen lassen, diese Chiffretexte sortieren. Einsortieren. Ja? An der entsprechenden Stelle. Und wie ist denn das, wenn wir dann zwei sortierte Listen vergleichen? Naja, das ist trivial. Das ist trivial. Wir müssen uns nur merken,
welche Nummer dieser erzeugte, also dieser Block hat. Wir müssen uns dazu merken, welchen Schlüssel wir verwenden. Also wir müssen hier, das ist praktisch der Block, den wir erzeugen. Und dann kommt natürlich hier dran noch das K1. Das müssen wir uns merken, welches das war. Und dann am Ende müssen wir nämlich nur noch, da haben wir nämlich hier die K2s dran. Und da haben wir hier auch einen Block. Was wir dann machen müssen, ist, wir müssen eigentlich nur noch schauen, wo sind zwei gleiche Blöcke. Oder, Moment, wie ist das, wenn wir die... Ah ne, wenn wir die sortiert haben. Genau, wir müssen, wenn wir die sortiert haben, dann... Ja, wie ist denn das? Wie ist denn das? Sind die, ja, ja. Ja? Wir vergleichen die Größe von diesen Dingern, weil wenn die sortiert sind. Also welche Größe? Den kleinen. Also, das sind ja Zahlen, die da drin stehen. Das sind Zahlen, die sind sortiert, genau. Über welche von beiden, also zunächst, ob sie gleich sind, und wenn sie nicht gleich sind, gehen wir bei dem kleinen von 1 nach oben. Also, gehen quasi. Genau, ja, ja. Und das heißt, wir kommen dann nämlich mit dem linearen Aufwand durch. Ja, so ist es, ganz genau. Wir durchsuchen diese beiden Listen, bis wir da zwei gleiche finden, aber da müssen wir wirklich nur einmal noch durchgehen und schaffen es in linearem Aufwand. Okay, und dann müssen wir natürlich überlegen, wie kriegen wir das hin, dass wir die Elemente hier, das Einsortieren kostet uns nämlich auch noch Rechenaufwand. Ja? Also Sie sehen schon, jetzt wird es so langsam advanced. Ja? Jetzt brauchen wir tatsächlich Informatik. Und Sie wissen aus Grundlagen der Informatik, was war denn damals am Ende von GINF, da haben Sie was gelernt, wie man ganz effizient sortierte Listen erzeugen kann, und aus sortierten Listen wieder entsprechend schnell Elemente finden kann und so weiter. Wie wäre es mit Heapsort? Schon mal was davon gehört? Heapsort muss man da anwenden. Ja? Das heißt, man muss die auf den Heap tun, weil Heapsort hat die coole Eigenschaft, dass alles in logarithmischer Zeit geht. Ja? Das heißt, aus diesem 2 hoch 56 wird 56. Ja? Also wir haben da schon noch ein bisschen mehr Aufwand da hinten, aber das ist bei weitem nicht sowas, sondern das ist irgendwas wie plus O von 56, sowas. Ja? Und 56 ist kleiner als 2 hoch 7. Ja? Gut, das ist schon ein zusätzlicher Aufwand, aber ganz weit von dem entfernt. Das heißt, dieses DES ist einfach nicht sicher. Ist nicht sicher. Und schauen Sie, das ist doch schon, also ich finde sowas einfach klasse. Auf die Idee muss man kommen, das einfach so umzustellen und dann so hinzuschauen. Und vor allem ist das so super einfach. Okay, und deswegen wird in der Praxis DES verwendet. Jetzt mag er leider nicht mehr, dann müssen wir es an die Tafel schreiben. Also, DES macht ja Folgendes. EK1 von M, darauf wird jetzt angewendet DK2 und darauf wird nochmal angewendet EK1 ist gleich C. Warum ist das jetzt sicher? Das Coole ist, die Schlüssellänge ist nicht größer. Schlüssel ist genau doppelt so lang. Wir haben zwei Schlüssel, K1 und K2. Also der Schlüsselraum ist 2 hoch 112. Aber das Verfahren wird sicher. Ja, wenden wir jetzt mal unseren Trick wieder an. Dann kriegen wir DK2 von EK1 von M ist gleich
dk1 von c. So. Ja, und jetzt können wir das gleiche Spiel wieder probieren. Das nützt aber nichts. Ich meine, hier haben wir 2 hoch 56 Aufwand, um die Liste zu erzeugen. Aber hier haben wir 2 hoch 112 Aufwand, um eine Liste der Länge 2 hoch 112 zu erzeugen. Und das geht nicht kürzer, weil ich muss alle Kombinationen von K1 und K2 durchprobieren. Na gut, jetzt kann man eigentlich hergehen und sagen, ja, dann tun wir halt nochmal hier invertieren, aber das hilft nichts, dann haben wir das K2 wieder auf der rechten Seite. Dann haben wir auf der rechten Seite eine Liste der Länge 2 hoch 112. Also da gibt es leider keinen Trick mehr, weil ich eine ungerade Anzahl von Verschlüsselungen habe. Übrigens, das Vierfach-DES, das könnte, also Vierfach-DES mit 3 Schlüsseln, könnte wieder in 2 hoch 112 Aufwand geknackt werden. Aber dreifach, da haben wir tatsächlich die volle Sicherheit von 112 Bit. Ja? Und das ist tatsächlich, das ist die Lösung. Das ist die Lösung. DES oder Triple DES ist sicher. Ja? Triple DES ist bis heute auch nicht ansatzweise geknackt worden. Ist absolut sicher bis heute. Ja? Wir haben jetzt hier zweimal den Schlüssel K1 verwendet. Ja? Wäre es nicht noch sicherer als den K2 zu benutzen? Gute Frage, die ich zurückgebe. Warum nehmen wir da nicht noch ein K3? Wäre das nicht noch sicherer? Die Antwort lautet nein. Es wäre nicht sicherer. Weil, wegen genau diesem Angriff. Schauen Sie, was nützt uns denn das K3? Das nützt uns gar nichts. Ah, oder nicht viel jedenfalls. Wenn wir hier K3 haben, dann steht hier DK3 von C. Ja, das ist doch egal, welcher Schlüsselindex da steht. Ich habe hier 2 hoch 56 Aufwand und da 2 hoch 112. Der Aufwand für den Meet in der Mittelangriff ist der gleiche, wie wenn hier der gleiche Schlüssel nochmal verwendet wird. Also das bringt nichts. Bringt nichts. Und dann können wir es ja bleiben lassen. Dann müssen wir nämlich für den Schlüssel bloß 112 Bit speichern und nicht 112 plus 56. Ja. Okay, ja, damit sind wir tatsächlich mit dem DES-Kapitel ganz durch und beim nächsten Mal schauen wir dann AES an, den Advanced Encryption Standard. Und, okay, eine Sache muss ich doch noch sagen. Sie müssten ja jetzt eigentlich einhaken und sagen, halt, warum AES? Weil wir haben ja jetzt Triple DES, was wollt ihr denn? Ist bis heute nicht geknackt worden. Ja? Es gibt zwei Gründe für AES. Erstens, diese undurchschaubare Rolle der NSA bei der Entwicklung von DES, die hat nämlich ganz viele Skeptiker auf den Plan gerufen und es ist gar nicht gut, wenn man einen Kryptostandard hat, dem die Leute nicht so recht vertrauen. Ein Grund für ein anderes Verfahren. Zweiter Grund, Triple DES ist zu langsam. Ja? Weil Triple DES kostet dreimal so viel Rechenzeit wie DES. Und DES war schon nicht so ganz toll schnell. Deswegen war die Vorgabe bei der Entwicklung von AES, wir wollen ein Verfahren haben, das wesentlich sicherer ist als DES und skalierbar, wo wir die Schlüssellänge auch für die Zukunft einfach erhöhen können. Und außerdem soll es noch schneller sein als DES. Ja? Und wir werden sehen, AES erfüllt alle diese Eigenschaften. Das machen wir dann nächste Woche. Gut.